Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 23. November 2019. Das ist diese Zeitschrift hier. Auf dem Titel unter Grün Soling, was eine absolute Unverschämtheit ist. Ich zeige es nochmal. Hier steht Grün Soling. Technik in Tonnen soll Abfuhr entlasten. Die braunen Tonnen eignen sich gut für das Modellprojekt. Sensoren in Mülltonnen sollen Teil des Smart City Projekts werden. Die Idee dahinter ist, dass Technik zu einem effizienteren Einsatz der Müllentsorgungsfahrzeuge führen soll. Dies könnte sich auch positiv auf die Gebühren auswirken. Doch bis die mitdenkenden Tonnen eingeführt werden, ist noch einige Entwicklungsarbeit zu leisten. Seite 15. Dazu gibt es unter Grün Solingen, was eine einzige Unverschämtheit ist, einen Standpunkt. Ich zeige das mal gerade. Modellversuche sind dazu da, Erfahrungen mit neuen technischen Errungenschaften zu sammeln. Von daher ist es gut, dass Solingen einmal mehr bei digitaler Technik zum Vorreiter in Deutschland wird. Das Projekt mit den smarten Mülltonnen verspricht einige Verbesserungen für die Abläufe bei den Entsorgern der technischen Betriebe. Entsorgern der technischen Betriebe. Von daher ist es die Sache auf jeden Fall wert, weiterverfolgt und ausprobiert zu werden. Ich sage es nochmal, das führt zu Entlastungen und Verbesserungen bei den Entsorgern der technischen Betriebe. Bevor die mitdenkenden Tonnen aber fest eingeführt werden, muss deren Nutzen für die Bürger geprüft werden. Bringen die Sensoren zum Beispiel Gebührensenkungen mit sich, wäre gegen sie nur wenig einzuwenden. Falls nicht, gilt nicht alles, was technisch machbar ist, sollte um jeden Preis gemacht werden. So und so jung wie heute kommen wir nicht wieder zusammen. Tschüss.